Wow, chill dein Leben, Brate, was... Das ist nicht besonders christlich, was ihr hier betreibt, das wisst ihr schon, oder? Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast mit mir, den Thomas und Playageddon. In der letzten Folge waren wir ja damit stehen geblieben, den komischen Typen da im Keller, der uns die ganze Zeit verfolgt hat, in Schach zu halten und die Gaspumpen wieder zu aktivieren und wie wir in der letzten Folge schon gesehen haben, steht da jemand und der filmen. Ich will da eigentlich gar nicht lang gehen, aber ich schätze mal, wir müssen da lang. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Hier ist auch nicht offen. Wir kamen vom Keller hinaus, haben den Strom wieder eingeschaltet. Eventuell geht es ja auch wieder da lang, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass es auch da lang geht. Und deswegen werden wir erstmal hier lang gehen, würde ich sagen. Ich hoffe, es wird jetzt kein Schreckmoment irgendwie kommen, aber... Ich bin mir nicht relativ sicher, dass jetzt irgendwas kommen wird, aber... Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Und mir wurde auch der Tipp gegeben, ich soll die Batterien nicht allzu oft verwenden, da die wirklich relativ selten in dem Spiel vorkommen. Und wieso spinnen die Framerate gerade so stark? Heute ist schon nicht mein Tag und jetzt will noch nicht mal das Spiel mitspielen. Oh ne. Ich schätze mal, dass wir dann da lang gehen müssen. Ich wollte da nicht lang, aber wie es aussieht, müssen wir wohl da lang. Läuft nicht bei konstanten 30 FPS, was ich... Als erstes wäre näher gekommen, Alter. Vielleicht gucken wir erstmal da lang. Ja, da ist eine Wand. Super effektiv, aber ich finde, manchmal sieht man hier echt wenig. Muss man zugeben. Wieso ist die Tür jetzt abgeschlossen, wenn die das letzte Mal nicht abgeschlossen war? Also das Spiel will uns irgendwas sagen, aber ich weiß nicht was. Ja, da ist ein Tisch davor. Ist so schlecht, da lang zu kommen. Eieieiei. Der bewegt sich auch irgendwie nicht. Ich kann mir irgendwie rüberschreien. Hallo, hier ist Thomas vom Playageddon. Komm mal rüber. Nein, okay. Von da oben kommen wir rüber, runtergejumpt. Hier geht's auch nicht irgendwie lang. Oh Mann, was ist denn mit der Framerate gerade los? Die spinnt gerade. Ja, jetzt läuft die wieder konstant, okay. Eventuell müssen wir hier irgendwo lang. Die Frage ist nur, wo. Hm. Lecker. Ja, da können wir. Wir haben noch nicht da im Raum nachgeguckt, oder? Geschlossen, aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, wo es lang gehen soll. Ich meine, wir haben das. What the? Oh. Ey, das war wohl sogar richtig. Wir wollten den Haupteingang öffnen. Aber sie können doch nicht gehen. Sie müssen noch so viel erleben, okay? Oh, das sieht ja sehr hübsch aus, Süßer. Can you? Was ist das? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Super, jetzt hat das Spiel Psychopathen. Ein Priester, der mich mitnimmt, Geister und wahrscheinlich noch Weißbrot und... Nee, ich möchte das Spiel nicht mehr spielen. Aber ich glaube, wir haben noch einige Parts vor uns, denn Gronkh hat ja auch um die 25 bis 30 Parts waren das, oder? Ich weiß nicht ganz genau. Wie gesagt, ich habe mir beinahe nichts von dem Spiel angeguckt, um mich nicht überhaupt nicht spoilern zu lassen. Okay, was ist das? Ich bin in der Zelle aufgewacht, aber... guck nach, ob du noch alle Nieren hast. Vielleicht sind das auch Nierenhändler. Das gibt's ja heutzutage immer öfter, die Organmafia. Die deine Organe rausschneidet und die dann verkauft. Ah, aber meine Kamera hat da
dagelassen. Dankeschön, Priester. Dankeschön. Filmen. Rest in peace, okay? Vergiss nicht, dass Notizen in einen Notizblock nun dann hinzugefügt werden, wenn du deinen Camcorder bereithältst, um Ereignisse aufzunehmen. Oh, ich dachte gerade, ich muss mich irgendwie verstecken oder so. Aber es... Oh, nee. Hä? Wenn man in die Tür reinkommt, dann sieht man uns doch total, oder nicht? Im Normalfall, würde ich sagen. Naja. Dankeschön. Weg, verschwindet, verschwindet verdammt nochmal. Raha, sehen Sie mich nicht an, wagen Sie es nicht mal zu sehen. Okay. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir hier gelandet sind. Okay. Junge, 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 sei nicht so aggressiv. Willst du mich haben? Oh ja, ich stehe richtig auf dein Face, Alter. Ja, man muss Horrorspiele auch ein bisschen mit Spaß nehmen, um die überhaupt zu überstehen. Hat wohl geschmeckt, wie es scheint. Das Abendmahl. Wer ist das? Vielleicht Vater Martins Mann? Nein. Vielleicht nicht. Nein. Ja, ich wirke nervös. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Ich habe euch zwar nichts getan, aber... Man muss sie wohl damit kommen. Sie sehen aus, als hätten sie ein Gespenst gesehen. Ja, pff, guck mal, wo ich hier gelandet bin, Digga. Also das ist nicht besonders gastfreundlich. Und was mit dir? Vertrauen Sie ihr nicht. Sie behaupten, es sei Wissenschaft, aber das ist es nicht. Sie haben uns auf uns gewartet hier. Billy hat es verstanden. Sie waren immer hier. Was meint er da mit? Geht ihr? Okay. Zu viele Stimmen sind mir gefolgt. Oh, hier ist einer in der Ecke. Sie haben mit unserer Wissenschaft verärgert. Er wollte nur glauben. Okay, und... Ey, rempel mich nicht an, das ist unhöflich. Das macht man mit Gästen nicht. Ist hier irgendwas drin? Ich will es ehrlich gesagt... Ah, komm. YOLO. Okay, das war unerwartet. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Nee, will ich nicht aufmachen. Will ich nicht aufmachen. Und wieso ist da so eine Tür so verlockerisch offen? Ich will da... Fick dich. Eine Batterie vielleicht irgendwo? Nein? Okay. Ich darf nicht so... Ich darf nicht so verschwenderisch von den Batterien umgehen. Leider nicht, Leute. Batterie irgendwo. Wäre ganz freundlich, eine Batterie, eine schöne Batterie. Nein, okay. Okay, ich bin vorbereitet, wenn ich die Tür aufmachen will. Okay. Diesmal ist nichts drin, ne? Okay. Hier geht's anscheinend nirgendwo lang, deswegen müssen wir wahrscheinlich wieder die Treppe hoch. Wenn ich mich nicht irre... Ja, ich will's gar nicht erst probieren. Ich will's gar nicht erst probieren. Die haben gesagt, die wollen mir Vorsprung lassen, aber... Oh Gott. Ach, Götchen. Vielleicht geht's hier lang. Da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie es weitergehen soll. Da sieht man aus, als wenn man so an den Rand laufen müsste, aber... Rest in peace. Kann man sich verstecken? Kann man das hier vielleicht aufmachen? Okay, nicht zu sehen. Hier ist der schöne Fritze, der auf uns wartet. Hier, der hat sein Abendmahl gegessen.
Ja, probieren wir es einfach. YOLO. Tja. God always. Throw the spray, follow the blood. Okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll. Ich kann nur versuchen, alle Türen aufzumachen. Wir müssen ja auch ein bisschen weiterkommen, damit hier keine 40 Parts rauskommen. Da oben kann man hier vielleicht hochjumpen. Nein? Ah ja, ist ein bisschen hoch, ne? Aber komm, der hat schon... Na. Natürlich. Bruder? Okay. Ich lasse ihn mal weiter da schlafen. Da ist der Typ, der uns beobachtet. Hier ist der eine Typ, der in der Ecke verkrochen ist. Und ja. Ach, ich will laufen und nicht. Ich will das ein bisschen... Hä, wo kannst du denn hier lang gehen? Ich spiele so selten solche Spiele und dabei habe ich auch keine Ahnung ungefähr, wie es hier lang gehen soll. Oh. Muss doch irgendwie... Im Notfall muss ich es wegcutten, aber ich habe keine Ahnung... Ah! Oh, hier kann man so leicht rüber jumpen. Vielleicht hier irgendwie hochhangeln? Nein, auch nicht. Ich habe jetzt schon wieder so unnötig viel Batterie verbraucht wegen dem Mist hier. Hallo Leute. Ich würde mal sagen, ich werde dann ein Part hier wegcutten und wir sehen uns gleich wieder. Oh! Ich habe zu wenig Türen aufgemacht und hier ist ein kleiner Schlitz drinne, wo es vielleicht weitergehen könnte. Oh, da geht's hoch. Seidig. What the? Wow, chill dein Leben, Brate. Was? Das ist nicht besonders christlich, was ihr hier betreibt. Das wisst ihr schon, oder? Was, du siehst gerne zu, dass es... Ja, ja, ich sehe total gerne hier zu, wie ein Menschen ist. Weil ich dann der Perverse, wenn ich zusehe, wie die Menschen essen, okay? Naja, ich sag dazu besser nichts. Okay, die Tür schon mal zu, das ist sehr gut. Damit können wir schon mal ausgrenzen, dass wir da lang müssen in der nächsten Zeit. Uiuiuiuiui. Okay, da geht's auch nicht lang, dann wird's wahrscheinlich da lang gehen und wir haben nur noch 4 Batterien und die Batterieladung wird langsam knapp. Wir müssen bald wieder Batterien finden. Wäre sinnvoll, wenn wir das irgendwie finden würden. Bewege dich zu einer Kante hin, um dich daran festzuhalten. Okay. Ah! Zu viele Stimmen, sie sind mir gefolgt. Kein Schlaf mehr. Okay. Und ihm geht's überhaupt nicht mehr gut. Der eine schlägt seinen Kopf immer gegen die Wand. Aus welchen Gründen auch immer. Warte mal. Hier waren doch vorhin diese Typen, die gesagt haben, dass die mich langsam töten wollen. Aber es an einem anderen Ort tun wollten. Oh nein. Neues Ziel. Folge den Blutspuren zum Ausgang. Das wollte ich eigentlich nicht, aber... Wohin komme ich jetzt? Hier. Oh, eine... Oh, ja, danke, eine Batterie. Dieser Moment, wenn man sich mehr über eine Batterie freut als, keine Ahnung, eine neue Konsole. Mein Bedürfnis, hier hochzugehen, ist nicht besonders hoch, aber wir müssen ja anscheinend hier lang, da das Spiel es so vorgesehen hat, wieder... Was? Durch den Abfluss. Hier ist wieder Blut an der Wand. Durch den Abfluss mit dem Blut, hat er gesagt. Der einzige Weg nach draußen führt nach unten. Durch den Abfluss, okay. Da will ich eigentlich nicht runter und da ist nur eine
Also, ich würde euch empfehlen, nicht hierbei zu essen. Ah, neue Akte. Können wir uns ja durchlesen, auch im Dunkeln, oder? Als wenn wir jetzt nicht im Dunkeln lesen können. Ach, ich drück schon F. J muss ich ja drücken. Vater Martin Fingermaler. Helen, Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archimbaut hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte gezielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptung von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe 1 einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spieles nicht. Außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Ja, das ist so eine Sache, ne? Oh. Den sollte ich vielleicht noch filmen. Geht's dir gut, Bruder? Ich lass dich mal weiter an der Wand kuscheln und ich will da gar nicht roten nachkommen. YOLO. YOLO bei mir. Wenn du Türe schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Das Spiel hat mir das nicht umsonst gesagt, was? Geht das hier? Inaktiv. Ja, super. Hopp. Vielleicht geht's hier irgendwo lang. What the? Nee, falsch. Oh. Hi, Brate. Wie geht es dir? Wie ich sehe, hattest du gerade einen kleinen Wutausbruch. Ciao. Ich will eigentlich gar nicht. Verfolgt er mich jetzt? Ey. Das waren keine Experimente, das waren Rituale. Eine Beschwörung. Okay. Wieder Schränke zum Verstecken. Was sie nicht gerne mag in Horrorspielen. Walkie-talkie, paar Akten. Vielleicht irgendwo eine Batterie. Eine Batterie. Kannst du mir eine Batterie geben? Sieht nicht so aus, was? Wie es mir scheint, müssen wir an dem Psycho vorbei, der gerade einen umgebracht hat. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ah, das war keine gute Idee, irgendwie davor nicht zu pinkeln zu gehen. Zwar mag euch meine Blase nicht interessieren, aber... Müssen wir vielleicht laufen? Ich möchte, dass du still bleibst. Oh no! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ah, da geht's lang, ne? Komm, rüber! Und nach links verstecken, ne? Links! Geh rein, Mann! Hat er mich gesehen? Nein! Komm raus, du kleiner Scheißkerl! Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird es, das verspreche ich dir! Echt jetzt? Das ist wieder so eine hetzige Verfolgungsjagd wie in den letzten Folgen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Muss irgendeine Batterie drin sein. Erschreck mich nicht so, Bruder, Mann. Ich dachte, du wärst auf meiner Seite. Du hast gesagt, dass das eine Beschwörung war und so. Deswegen. YOLO und so.
Was ist das für eine Überwachungskamera? Die ist unnormal groß. Oh nein, was macht der denn da, Mann? Ich bin still. 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 Kann ich hier rein? Okay. Oh. Wenigstens etwas. Stromsparend sind die nicht gerade. Oh, eine Batterie. Ist das eine Batterie? Oh, danke. Oh, Gott sei Dank. Ist hier noch irgendwas? Ja, ein kleiner PC und das war's dann auch schon. Wie es mir scheint, euch. Ich bin still, ganz still. Ich will dir nichts tun, Bruder. Ich glaube, wir müssen irgendwie in den Raum gelangen, aber die Frage ist, how? Ich versteck mich, ich hab keinen Bock drauf. Ich hab jetzt irgendwo auf welchen Knopf drauf gedrückt. Da ist doch keiner drinne. Follow the blood. Oh nee. Oh nee. Was ist das für eine Musik? Oh nee. Lauf! Hat er mich nicht gesehen? Kann doch nicht sein. Ja, als wenn er mich... Oh, nee. Oh, nee. Rein hier! Und weg! Das hätten wir damit auch geschafft. Zumindest zum Teil. That we did. I'd say you were more than there. Paragons of patience. Showed like the suppression of our desires. But now. Now. Now we indulge. Yes. His tongue and his liver. Mine. Euer Priester hat euch doch gesagt. Sind die nackt? Sind die nackt? Leertaste. Oh. Bewegen wir uns mal nach links, oder? Geht nicht. Das heißt, das Spiel will, wenn das nach rechts gehen, aber... Ihr habt doch einen Priester, wenn ich mich nicht irre. Und er hat euch gesagt, dass man so etwas nicht tut. Das ist nicht besonders christlich von euch. Wenn ihr mich langsam töten wollt... Oder aufessen. Die sind da doch noch. Ich will da nicht hoch. Folge dem Blut, das ist eine dumme Idee. Ich will nicht wissen, wie auf den Kack hier gekommen ist. Wechsel schneller! Schneller! Mach doch! Geht nicht auf, nein. Ich will nicht mehr dem Blut folgen und du... Das wird ein ganz, 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 ganz langer Part. Eine Schlüsselkarte, ja, natürlich. Ich würde doch mal sagen, das war's dann mit dem heutigen Part von Outlast.
Ich habe echt nicht mehr den Nerv zu spielen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn dies der Fall ist, lasst ruhig einen Daumen nach oben da. Erzählt euren Freunden von PlayerGaddon. Dann werden sie auch PlayerGaddon Hipster. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. What the?